damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks. Ich muss mal kurz mein Headset hier einstellen. Das habe ich nämlich ganz ungeniert mal in die Ecke gefeuert, weil es mich genervt hat, weil es nicht funktionieren wollte. Und ich glaube, jetzt tut das erst recht nicht. Jetzt ist nämlich so ein bisschen der Regler verschoben worden und so weiter. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen ausprobieren. Ja, ich habe euch versprochen, es geht weiter, sobald dieses komische Weihnachts-Winter-Haiti-Tai-Special vorbei ist, weil ich das total beschissen fand. Und wenn ich den VK-36-01H habe und ja, den haben wir hier jetzt auch gerade. Das gute Stück sind wir beim letzten Mal noch gefahren und jetzt fahren wir den hier. Und ich schau mal, das war's, ne? Mehr haben wir auch gar nicht. Wespe und Marder 2. Ja, was gucken. Schönes Fahrzeug. So, ja, den fahren wir jetzt und der ist auch noch nicht groß ausgebaut. Wenn man hier guckt, da fehlt noch einiges. Punkte haben wir auch nicht wirklich. Obwohl wir könnten. Den Motor will ich ja haben. Den Motor will ich. Ja. Wo kommen wir jetzt mal? Da ist die Garage. Da fehlt also noch ein bisschen was. Und dann können wir uns einen neuen Motor reinschmeißen. Und dann ist das gute Stück auch ein bisschen schneller. Weil der ist im Augenblick so eine lahme. Lahm. Und naja. Ja. Wir schauen mal, was wir heute dabei haben. Wir befinden uns im unteren Mittelfeld. Ja. So. Oh, die Map mag ich doch. Die mag ich doch. Ich wundern übrigens, ich bin leicht erkältet. Die Leute, die auch Minecraft gucken oder andere Videos von mir, die das schon mitbekommen haben, dass ich mich ein bisschen Plörre anhöre, um den Hals rum. Und, ja. Deswegen nicht wundern, wenn hier und da mal irgendwo die Stimme versagt, dann liegt das entweder daran, dass ich total vom Spiel gefesselt bin oder weil mein Hals halt gerade streikt. Bewegung! Wie kann man eigentlich hier wohnen? Oh, hinten auffahren. Nee, will ich doch gar nicht. Ja. Sehr schlau natürlich. So wie wir natürlich versuchen, auf den Bahngleisen hier die Flagge einzunehmen. Da ist so ein kleines Häuschen, hinter dem wir uns verstecken. Da wird wieder der Feind ungefähr sein. Und hier, das kenne ich schon. Das machen die ganz gerne. Und ein paar von unseren Leuten werden, ich muss das mal so machen jetzt, hier ist die Maus hier. Auf die Maus achten, genau. So, oh, jetzt muss ich steuern kurz. So, ein paar werden dann hier noch Kampf fortführen. Und wir werden versuchen, die Flagge einzunehmen. Wahrscheinlich gegen eine Übermacht. Weil nicht alle da oben kämpfen werden. So, aber wir haben ja ein bisschen Unterstützung, Artillerie und ein Jagdpanzer. Ja, weiter durch. Achtung. Ja. So. Da ist dieses Häuschen. Bewegen wir uns mal hier schnell über diese Freifläche rüber, weil wir jetzt nicht gleich unter Beschuss genommen werden können. So. Feindliche Artillerie ist schon auf 9% runter, das ist schon mal prima. Dann können die uns nicht mehr so gefährlich werden. Schauen. Keiner zu sehen. Auf jeden Fall hat sich noch keiner irgendwie aufmerksam gemacht. So. Kette wurde getroffen. Okay. Sie kann jeden Moment reißen. Nee. Da kommt ein bisschen U rauf und dann geht das wieder. Den Arachnack hat es schon erwischt. Das ist natürlich bedauerlich. So. Gut, da oben, das läuft eigentlich ganz gut. Mit unseren Leuten. Das Einzige, was jetzt nicht so gut läuft, ist, dass wir hier wirklich eingekegelt sind. Nein! Verdammte Axt. Oh. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen vorangehen.
Abpraller. Der ging nicht durch. Oh. Das ist schlecht. Oh, wir kriegen so Unterstützung. Das ist natürlich prima. Kette verloren. Wir sind Bewegung. Wir das sind erledigt. Raus hier. Ja, das hätte man vielleicht ein bisschen intelligenter machen können. Da hätte man jetzt eher so auf Verteidigungshaltung bleiben müssen. Während die anderen die bearbeiten. Aber wir gucken mal, wie die anderen jetzt das Spiel vielleicht noch gewinnen. Wo ist natürlich... Oh, das sieht aber schön aus. Das sieht ja hübsch aus. Hat eine gewisse Romantik. Naja. Da fehlt uns noch ein bisschen was zu. Oder wir holen uns zwei kleine Sachen. Das würde gehen. Gucken, wer will was? Reparatur. Und... Ja, da wurde ich irgendwo eingeladen. Gut, dann springen wir gleich mit dem nächsten Panzer mal, oder mit dem gleichen Panzer nochmal. Da wurden die paar Beulen einfach rausgeklopft und dann geht's weiter. Achso, für die Leute, die sich jetzt wundern, wo ist eigentlich der Dark Lord? Ja, der ist, das ist, wir haben Sonntag gerade. Der schläft noch, 100 Pro. Mit dem habe ich im Augenblick jetzt nicht so viel Kontakt, einfach aufgrund von Arbeit und man fliegt quasi immer so aneinander vorbei. Und deswegen, ja, also man hat auch Panzer, die über den hier weit hinausgehen. Das ist also ein bisschen schwierig, mit mir zusammenzuspielen. Aber sobald die Möglichkeit wieder besteht, werden wir es auch wieder machen. Und wir werden auf jeden Fall dieses, War of, nee, nicht War of, World of, Battleships. Das wollen wir auf jeden Fall, zusammen mit dem Release anfangen. Und uns da auch gleich richtig blöd anstellen von Anfang an. Los geht's! Und ja, er wird schon mal ein bisschen anspielen und dann das wird wahrscheinlich wieder mitten in der Woche releasen, wie ich es kenne. Ja. Das ist ja klar. Und ja, und dann werde ich wahrscheinlich am Wochenende wieder zustoßen und dann wird er mir erstmal zeigen, wo vorne und hinten bei dem Boot ist, auch wenn ich sowas eigentlich weiß. Weil ich mich mit so Nussschalen so ein bisschen auskenne, aber egal. Und ja. Mache ich so eine kleine Einweisungsfahrt mit ihm zusammen und dann können wir auch fröhlich in den Krieg stapfen. Boot. Wenn man da stapfen kann. Ah, 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 was bist du denn? Ach, ein Franzose. Oh. Hat der nach mir geschossen? Ich hoffe doch nicht. Ja, jetzt ist natürlich diese Freifläche ziemlich blöd. Oh, der da oben will uns alle auskundschaften. Mal gucken. Ich glaube, da werden wir alle mal hochgehen, weil von da oben kann man auch ganz gut runterschießen. Wenn dann aufgedeckt wurde, also gerade Artillerie oder so, kann da oben sich verstecken und dann... auf jeden Fall einen guten Platz. Da fehlt uns noch ein bisschen was zu. Oder wir holen uns zwei kleine Sachen. Das würde gehen. Gucken, wer will was? Reparatur. Und? Ja. Da wurde ich irgendwo eingeladen. Gut. Dann springen wir gleich mit dem nächsten Panzer mal, oder mit dem gleichen Panzer nochmal. Da wurden die paar Beulen einfach rausgeklopft und dann geht's weiter. Achso, für die Leute, die sich jetzt wundern, wo ist eigentlich der Dark Lord? Ja, der ist, das ist, wir haben Sonntag gerade. Der schläft noch, 100 Pro. Mit dem habe ich im Augenblick jetzt nicht so viel Kontakt, einfach aufgrund von Arbeit und man fliegt quasi immer so aneinander vorbei. Und deswegen, ja, also man hat auch Panzer, die über den hier weit hinausgehen. Das ist also ein bisschen schwierig, mit mir zusammenzuspielen. Aber sobald die Möglichkeit wieder besteht, werden wir es auch wieder machen. Und wir werden auf jeden Fall dieses, War of, nee, nicht War of, World of, Battleships. Das wollen wir auf jeden Fall, zusammen mit dem Release anfangen. Und, uns da auch gleich richtig blöd anstellen von Anfang an. Los geht's!
Und ja, ein bisschen, er wird es schon mal ein bisschen anspielen und dann, das wird wahrscheinlich wieder mitten in der Woche releasen, so wie ich es kenne. Ja. Das ist ja klar. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich am Wochenende wieder zustoßen und dann wird er mir erstmal zeigen, wo vorne und hinten bei dem Boot ist, auch wenn ich sowas eigentlich weiß. Weil ich mich mit so einem Nussschalen so ein bisschen auskenne, aber egal. Und ja. Mal so eine kleine Einweisungsfahrt mit ihm zusammen und dann können wir auch fröhlich in den Krieg stapfen. Boot. Das wenn man da stapfen kann. Ah, 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 was bist du denn? Ach, ein Franzose. Oh. Hat der nach mir geschossen? Ich hoffe doch nicht. Ja, jetzt ist natürlich diese Freifläche ziemlich blöd. Oh, der da oben wird uns alle auskundschaften. Mal gucken. Ich glaube, da werden wir alle mal hochgehen, weil von da oben kann man auch ganz gut runterschießen. Wenn dann aufgedeckt wurde, also gerade Artillerie oder so, kann da oben sich verstecken und dann haben wir auf jeden Fall einen guten Platz von der Erhöhung aus. Und der Weg nach oben ist natürlich auch durch die ganzen Felsen ganz gut gedeckt. Also man kommt ja auch eigentlich gefahrenlos hoch. Ich Idiot hat mal versucht, mich hier rückwärts hochzuschieben, um dann zu merken, dass hier alles mit Steinchen ausgekleidet ist. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass man getroffen wird, eigentlich recht gering ist. Weil einfach auch die Neigung von unten so beschissen ist für die Gegner. Obwohl, die Stelle ist jetzt ein bisschen doof. Hier. Ich hab nichts gesagt. Ich hätte jetzt vielleicht immer nicht auf sich aufmerksam machen dürfen. Naja. Gut. Jetzt werden wir von oben hier runterschauen und runterspucken auf unsere Feinde. Und diese Erhöhung als natürliche Deckung nutzen. Hoffentlich bringt uns das was. So, jetzt. Verdammt. Ah, jetzt kriege ich hier einen auf die Nase. Ganz ungesund, da habe ich keine Lust drauf. Aber den da, den können wir seitlich erwischen. Jetzt hau doch nicht so ab, Mensch. Kette beschädigt. Komm. Haben wir nächstes Mal ein bisschen Schaden gemacht? Fahrzeug zerstört. Nein! Ah, verdammt. Wer war denn das? Wer hat mich denn da jetzt weggeschossen? Bestimmt der da hinten irgendwie. Aber ich stand hier doch so toll. Okay. Also als letztes Mal mit dem Panzer hier oben stand, da hat mich nichts getroffen. Und schon wieder verlieren wir so viele Panzer, das ist gar nicht mehr feierlich. Frustrierend. Echt frustrierend. Da könnte ich mir glatt die Fingernägel wegknabbern, wenn ich welche hätte. Wenn ich die schon alle weggeknabbert hätte. Frust. Aber der ist schön flink ist der hier, der hier. Da rutscht hier ganz schön fix den Berg runter. Ist der Berg? Ja. Und jetzt nimmt er sich nochmal den Feind vor. Ach, schade. Das ist doch der gleiche wie vorhin, oder?
Deserteur, Überläufer. Oh, Mephisto persönlich sogar. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer Mephisto ist, lest euch mal Faust durch. Und wieder leider eine Niederlage. Ja, ich wurde gerade von dem Christoph 24 gefragt, ob ich Lust auf einen Zug habe. Man muss sagen, leider sagen, sorry. So, ja, wie Doppelklick funktioniert bei der Taste irgendwie nicht mehr. Oder in diesem Spiel besser gesagt, muss man da viermal klicken, damit er einmal so diese lachenden Smiley-Augen macht. So, jetzt springen wir noch einmal ins Gefecht und diesmal gewinnen wir. Habe ich mich dazu so entschlossen. Ja, jetzt hören wir auf mit Rumgespiele. Jetzt gewinnen wir. Wir haben ja auch The Black Prince dabei. Uni 32. Die Namen sind immer echt interessant. Prometheus. Prometheus 94 PL. Ich hoffe, er ist kein Fan von dem Film Prometheus. Er hat den gleichen Panzer wie ich. Und wenn der Prometheus-Fan ist, dann muss ich den einfach wegschießen. Denn ich fand den Film Prometheus so schlecht. Also da fand ich den ersten Alien-Teil besser und der erste Alien-Teil ist, glaube ich, gedreht worden. Da war ich noch nicht mal geboren. Da war ich noch Schaufenster im Quark quasi. Nicht mal Quark im Schaufenster. Schaufenster im Quark. So. Mit Ridley. Der alten Alien-Töter. So. Ach, Kisten. Was ist das denn hier? Und manchmal hätte ich auch gerne so einen Panzer zu Hause. Einfach mal über den Unrat rüberfahren, der sich so ansammelt. Oder über das Nachbarauto. Ja. Warum nicht? Oh, so eine gute deutsche Autobahn, oder? Oh. Hoffentlich hat er mich jetzt nicht aufgeklärt. Ich glaube nicht. La 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 la. Überraschung. Ah, so weit wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt runterfallen. So. Ja, mit ein bisschen Glück können wir vielleicht dem Gegner diesmal einheizen. Das wäre irgendwie echt vortrefflich. Ich muss die ganze Zeit das Husten unterdrücken. Kratzt im Hals, ey. Das ist unglaublich. Ich kann nicht weiter runterziehen. Ey. Ne? Keine Gewalt hier. Das ist ein friedliches Spiel. Oder auch nicht. Ich glaube, die haben den Sinn von diesem Spiel noch nicht verstanden. Das ist einfach nur eine Panzershow. Wie Oldtimer. Hört auf, so gemein zu mir zu sein. Steuerbefreit hier. Hab extra ein Kennzeichen für. Das ist ein Oldtimer. Mann, mir war so ein Beutel in den Oldtimer rein. Hier, guck mal, sowas kriegt. Das ist noch original hier bestrichen, hier lackiert. Mensch. Echt. Kommt man auf so eine Oldtimer-Show, ne? Hat alles original gelassen an seinem Panzer und dann hier machen sie Löcher rein. Nur weil sie neidisch sind. Unglaublich. Was als nächstes spucken sie mir noch in den Tank rein. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Das möchte ich aber nicht. Ich spiele ja lieber ihn hier, wie das aussieht. Ey, was ist denn das?
Ja. Ich spiele nämlich Fische versenken. Vor allem Fische versenken. Erwischt, Fahrzeug zerstört. Aber diesmal haben wir wenigstens einen kaputt gemacht. Da bin ich schon richtig stolz drauf. Das heißt jetzt auch nach 3 Aufnahmen, egal ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Ich mache immer so 3 Aufnahmen, habe ich mir überlegt. Die dauern nicht allzu lange. Weiß ich maximal, vielleicht glaube ich mal 30 Minuten sind es dann. Da sieht man mal ein bisschen, wie ich faile, mal wie ich gewinne. Und das ist dann immer nur mal so ein Ausschnitt. Und meistens zu irgendwelchen ungöttlichen Zeiten, wo ich sowieso schon total Panne bin oder wo ich mir noch nicht mal warm gespielt habe oder wir verlieren sowieso wieder. Ja. Und dann freue ich mich schon auf die ganzen Kommentare, die da heißen, du bist voll der Noob, du kannst nicht spielen. Lass es lieber. Und freue mich über alle die verstanden haben, dass ich das einfach nur mal so, ne, um so zwischendurch zu zeigen, dass ich immer noch am Spielen bin. Und sollte ich den Dark Lord wieder in die Finger kriegen, wenn ich dich in die Finger kriege, dann, Spontanentzündung. Dann werden wir auch da wieder ein paar Aufnahmen machen. Und, mal schauen, würde ich sagen, ne? Schmuckel, 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 Schmuckel. Was macht er? Ich dachte, er guckt aufs Wasser. Aber das ist ja nicht vorne. Das wäre ja... Das würde auch total behindert aussehen. Und der schläft hier einfach. Ach, der Feind weiß gar nicht mehr, dass es den noch gibt, oder was? Ja. GG, würde ich sagen. Gut, also in dem Sinne, ich werde sicherlich noch alleine so weiterspielen. Dann kann ich mich nämlich besser konzentrieren. Und kann irgendwie gucken, dass ich diesen blöden Motor kriege. Obwohl, viel brauche ich ja echt nicht mehr, ne? Beim nächsten Mal könnt ihr sehen, dass der neue Motor drin ist. Oder, eben nicht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht von den Bettwanzen beißen. Tschüss! Tuka, 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 tuka,